Phoenix 93. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Grusel. Und zwar spielen wir die Alpha-Demo-Version 2 von Wooden Floor 2 Resurrection, noch nicht released. Ich hoffe, das wird bald geschehen. Vor kurzem habe ich dann den ersten Teil gespielt, muss sagen, es ist sehr simpel gewesen, aber in seiner Einfachheit extremst gut. Es hat seine gruseligen Momente gehabt, es hat Spannungsbögen gehabt und es hat es geschafft, so richtig die Urängste in Schwingungen zu versetzen, und sowas mag ich ja gerne. Deshalb bin ich total gespannt jetzt auf die Alpha von Wooden Floor 2 Resurrection. Immer noch, klar, in Arbeit. Ich gehe mal davon aus, es wird ebenfalls sehr linear sein, so wie der erste Teil auch. Man hat also keine Open World, keine großen Wahlmöglichkeiten, sondern man wird so durch die Geschichte geführt. Okay, dann schauen wir uns mal um. Es ist Nacht. Hier sind Glühwürmchen unterwegs. Und oben ist ein schöner Sternenhimmel. Oh, und ein paar der Sterne leuchten kurzzeitig sogar auf. Also es ist etwas, es wirkt belebter, sagen wir mal so. So, wir haben hier... Ich muss mich im Übrigen entschuldigen. Man hört es wahrscheinlich noch. Ich habe ganz laut hier geschrien, als der werte Herr da oben der Meinung war, er müsste mal so ein paar Erkältungen verteilen. So richtig ausgerührt ist es noch nicht, aber mich hat einfach die Lust gepackt, die Lust auf dieses Spiel. Und daher müsst ihr jetzt genauso leiden wie ich. Black Dust Field. Okay, der Mond scheint. Man hört das Rauschen der Blätter und auch der Büsche. Da hinten ist Licht. Oh, das sieht ja so schön aus. Ach, direkt ein Pluspunkt. Ja, das denke ich mir. Das ist alles wieder sehr beschränkt. Oh Mann, ich hoffe, dass das... Ne, jetzt ist das Alpha Demo 2 weg. Das wird mit Sicherheit gleich wieder auftauchen. Wenn man vom Teufel spricht. Ich denke mal, wir sollen dorthin gehen. Aber ich werde einfach mal so ein bisschen drumherum latschen. Okay, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das... Ich schaue es mir einfach erstmal an. Ich hoffe, das ist okay. Also es gibt auf jeden Fall Neuerungen. Das ist klar, es ist auch wünschenswert. Es war auch nötig. Also auch wenn ich sehr begeistert war von diesem Spiel. Okay. Wir haben hier... was ist das? Eine kleine Kapelle. Und wie gerade an der Tür ist auch hier ein rotes Ausrufezeichen zu sehen. Was auch immer uns das sagen soll. Ich hätte schon gerne... Also hier möchte ich nachts doch nicht alleine unterwegs sein. Ich bin doch schon ein recht... Ich bin zwar sehr schreckhaft, aber ich bin zumindest was sowas wie hier anbelangt, Örtlichkeiten, Dunkelheit und dergleichen, nicht sehr ängstlich. Aber das wäre doch schon... Das hier ist... das wäre schon eine Hausnummer. Nee, ich glaube, das würde ich nicht alleine machen wollen. Wobei ich schon gerne nachts spazieren gehe. Einfach, weil ich es auch genieße. Irgendwie wirkt alles so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, purer, klarer. Und ich mag die Stille. Wenn halt alle anderen schlafen oder zumindest zur Ruhe kommen. Und dieser Lärm der Zivilisation einfach... Naja, minimiert ist, sagen wir mal so. Hier ist jetzt eine Tür, aber hier sehe ich kein Icon, das mich auf irgendwas hinweist. Ja, bevor ich jetzt irgendwas hier mache, sprich interagiere, möchte ich erstmal kurz mich zumindest hier umschauen. Man weiß ja, wie das ist. Manchmal gibt es einfach keinen Weg zurück. Okay, ich glaube, wir haben jetzt, ja, dass wir das Schild alles gesehen.
So, das Offensichtlichste, und ich denke mal, da werden wir auch anfangen, ist dieser helle Spot hier. Okay. Also das mit den Glühwürmchen finde ich ja süß. Mist, ich bin eine Frau. Ja, ich fahr voll drauf ab. Das scheint mir ein Springbrunnen zu sein. Okay. Und dann eine Laterne. Oh, über der Laterne ist ein Icon. Ich würde sagen, das soll mir mitteilen, dass es interaktiv ist. Im ersten Teil hat man eine Einführung bekommen. Sie war zwar minimalistisch, weil viel Interaktionsmöglichkeiten hatte man nicht. Aber ja, theoretisch weiß ich ja jetzt nicht, wie ich mit dieser Laterne interagieren kann. Ich denke mir zwar, es zu wissen. Ich teste aber jetzt erstmal die Maus. Natürlich nicht. Also im ersten Teil war es E zum Interagieren für alles Mögliche. Ja. Lantern. Slot 1. Ich habe Slots. Okay, ich drücke mal auf E für Inventar. Nein. Also es ist schon mal so ein kleiner Punkt, wo ich sagen muss, wenn man selber rausfinden muss, man kennt den Teil 1 nicht, wie man interagieren soll. Oh, jetzt wird es aber laut. Hallo? Jetzt bin ich mal gespannt auf die Aufnahme hernach. Ich höre mich selber kaum noch. Ah, ja. Da ist es wieder, das Gewitter. Ei, jetzt wird es aber scheiße laut. Entschuldigung, schöne Scheiße laut. Ja, Inventar, E, nein, B, E, nein, ja, wir haben einen Slot, das ist schön, aber ich weiß nicht, wie wir auf Slots zugreifen können. Wir haben ja jetzt eine Laterne eingepackt. Sollen wir eben kurz schauen, wo war die Tür, die erste, die war, glaube ich, hier. So, ich drücke jetzt einfach nochmal E, does not open from this side. Ja, schön. Kommt man dann dahinter? Ja, das finde ich jetzt weniger prickelnd, dass man jetzt hier irgendwie nicht so ein bisschen, zumindest am Anfang, an die Hand genommen wird und ein paar Infos kriegt. Hier funktioniert. Um Gottes Willen, jetzt ist wenigstens diese Soundkulisse weg. We're in the chapel. Okay, wir sind jetzt in der Kapelle. Ja, die Musik kennen wir ja schon. Sie ist wirklich sehr übersichtlich. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist, draußen ist pitch black. Und hier drin sieht es aus, als wenn draußen helllichter Tag wäre. Ja, jetzt können wir diese tolle Musik. Mal wieder auf gut Glück E drücken. Also E scheint zumindest die Taste unserer Wahl zu sein hier in diesem Spiel. Da ist schon mal der rote Faden gegeben, aber keine Einführung. Das ist schade. Das hoffe ich wird noch kommen. Auch hier ist alles ein bisschen siffig. Das ist Kreuz. Irgendwann, wenn ein Kreuz in so einem Spiel auftaucht, dann weiß man, früher oder später wird es verkehrt herumhängen. Ich bin mal gespannt. So, da kann nichts gemacht werden. Hier ist eine Bank umgeworfen. Oh, bin ich gerade über die Bank gelatscht. Ja, was hat es jetzt mit dieser Kapelle auf sich? Kann ich die Bank bewegen? Nein. Den Büchern ist nichts. Die Zellen sind auch nicht beschrieben, so wie man es aus dem ersten Teil kennt. Jetzt fällt mir gerade auf, die stehen alle so ein kleines bisschen schief. Ach, hier ist ein Seil. Ja gut, das muss ja jetzt irgendwas bewirken, denn sonst bleibt ja nichts. Ah, es ist kein Icon zu sehen. Auf gut Glück. So, mittig positionieren. Ja. Okay, wir haben die Glocke gelöst. Ja. Jetzt fühlen wir uns direkt besser und viel wohler hier in diesem Gebäude.
Ein Deckenbalken ist runtergeknallt. Durch die Schwingungen der Glocke, nehme ich mal an. Aha. Da kommt man also runter. Ach, da ist die Glocke. Ulf? Die Glocke ist unten? Wer baut denn so eine Kapelle, oder ist das üblich? Ja, ich schätze mal, wenn wir jetzt hier runterspringen, ist das auch wieder mal ein Point of No Return. Und wir kommen nicht mehr hoch. Okay, diese nervige Musik ist wenigstens aus. Das würde ich mir auch wünschen, dass man die Musik ausschalten kann. Ja, da rieselt Staub herunter. Also, Wunschliste. Einstellungsmöglichkeiten für Lautstärke und Musik wären ganz, ganz herzallerliebst. Oh. Da sieht man am Boden Spikes. Das wiederum würde jetzt für mich so ausschauen wie eine Falle. Sprich, dass die Spikes früher oder später hier hochkommen. Dann sind sie aber nicht gut genug versteckt. Oder es ist beabsichtigt. Ich habe Angst. Okay. Ich hüpfe mal schnell. So. Jetzt könnt ihr gerne hochgehen. Ah, ja, das. Ja, klar. Man sieht jetzt hier rechts und links diese Führungsschienen. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Zaun mit Spikes. Der wird dann bis hierhin hochgehen. Auf der anderen Seite ist... Ja, ich weiß nicht, ob die im Boden versteckt sein sollten oder ob man die Spitzen sehen soll. Ja, hier geht das auch. Das ist das Ende der Führungsschienen. Hier wird es weitergehen. Hier ist ein Tor. Gott, ob man irgendwas erkennen kann, einen Raum, ja. Das ist eine Truhe oder Kommode. Also dies scheint das zu sein, was man drücken muss. Wiederum keine Anleitung, ich habe keine Ahnung. Oder wir müssen hier was draufstellen. Die Laterne vielleicht, ich drücke mal E. Nothing to place. Ich habe nur Laterne, du kannst ja nicht einfach sagen, ich habe nichts zu placen, ey. Na gut, dann haben wir nur die Option, hier lang zu gehen. Boah, ich bin auch gespannt aufs Video, ob man überhaupt hier was erkennen kann. Das klingt nicht so gut. Es klingt so, als wenn irgendwo Risse entstünden. Wollen ja nicht erschlagen werden. Ja, was ist denn jetzt mit meinem Inventar? Ich hätte jetzt gerne meine Laterne in der Hand. Das muss doch deren Sinn und Zweck sein. Aber wie kann ich denn... Das ist hüpfen. Ein Inventar öffnen? Ich drücke jetzt hier gerade wahllos. Jetzt habe ich irgendwas... Nee, ich will nichts sehen. Weg da. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade geöffnet habe. Ja, ich habe keine Ahnung. Da müssen wir halt durchs Dunkel gehen. Und das macht keinen Spaß. Also ich glaube, ihr dürftet gar nichts mehr erkennen können. Also lieber Phoenix 93... Ich weiß nicht, wie weit du mit der Entwicklung bist deines Spiels, aber es wäre echt toll, wenn man zumindest wüsste, wie man mit den Sachen interagiert. Gut, ich wusste es jetzt aus dem ersten Teil. Aber wenn du schon Slots einbaust für Gegenstände, sollte man doch wissen, wie man dann auf diese zugreifen kann. So, denn die Laterne dafür gedacht war, A, hier rumzulaufen und was zu sehen. Oder B, dort auf diesem Podest abgestellt zu werden. Ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes und werde hier halbblind durch diese Räumlichkeiten hier laufen. Ja, die Musik geht mir schon ziemlich auf den Zeiger. Okay. Ist das ein Kelch oder ist das wieder irgendwas Interaktives da hinten?
Ja, zumindest gibt's hier Licht. Das ist ja schon mal toll. Nehme an, ich kann nichts damit tun. Das ist irgendwie. Da muss was hinter sein, denke ich. Aber ich habe keine Ahnung. Was habe ich jetzt getan? Es ist irgendwas hochgezogen worden, okay. Es war also eine Interaktion. Ah, okay. Wir können jetzt hier rein. Naja, aber ganz ehrlich, das kann mir doch keiner erzählen, dass das echt geplant ist, dass man hier so durch die extreme Dunkelheit latschen muss. Muss ich dich nehmen und dann gleich auf dieses Podest stellen? Kann das des Rätsels Lösung sein? Picked up Chalice. Okay, ich habe den Kelch genommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Immer damit rechnet, dass irgendwas passiert. So, das hieße ja, jetzt müsste dieses Gatter hochgezogen werden, wenn ich den Kelch dort abstelle. Okay, tun wir das mal. Oh, es ist hell. Es ist hell. Also hier bleibe ich. Ja, jawohl, hier bleibe ich. Hier ist hell. Hier ist schön. Oh. Toll. Abgesehen davon, dass es ein bisschen zu laut ist, zumindest bei mir jetzt gerade auf dem Headset, haben die Glocken zu spät angefangen zu läuten. Also das Soundfile kam zu spät, dafür, dass die Glocken so früh sich bewegten. Okay, kann ich den jetzt wieder nehmen? Oh, das sieht ja schön aus. Also hier hätte ich jetzt die Musik, die man gerade hört, einsetzen lassen, als dieser Kelch überging in dieses blaue, leicht vibrierende Leuchten. Und dann würde ich es ausklingen lassen mit der Entfernung. Ja, ich weiß, ich habe nichts zu sagen und ich habe wahrscheinlich auch gar keine Ahnung, aber dieses permanente Zudröhnen mit Musik, ich finde einfach, das sollte einem Spieler überlassen sein, ob er das möchte oder nicht. Zumindest wird es leiser, um Gottes Willen. So, das war keine Kommode, was wir gesehen haben, sondern hier diese Kiste. Und auf der Kiste, das sieht mir aus nach einer Brechstange. Ja. Und damit können wir jetzt, denke ich mal, hier rein. Nö. Da haben wir einfach nur. Ja. Denken. The Yard. Okay. Der Hof. Das heißt, wir sind jetzt wieder außerhalb der Kapelle. Ah, wir sind hier rausgekommen. Das heißt, es war der Ausgang des Bereiches der Kapelle. Es ist wieder furchtbar laut hier draußen. Ich frage mich jetzt, wo es für uns dann weitergeht. Das ist das Tor, ja. Okay. Ah, dafür war das Brecheisen. Gut, 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 gut. So, ihr Lieben, ich danke euch fürs Begleiten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass die Aufnahme halbwegs vernünftig geworden ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das in der Aufnahme sein wird, weil ich einen anderen Gamma-Wert noch eingestellt habe. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Noch ist ja nicht viel passiert. Man sieht auf jeden Fall eine deutliche Weiterentwicklung von Teil 1 zu Teil 2. Allerdings fehlen noch ein paar Sachen, die ich persönlich für essentiell halten würde. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Resttag oder eine gute Nacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge von Wooden Floor 2 Resurrection. In der Alpha-Demo-Version 2. Bis dann. Ciao, ciao.